Ganz aktuell hat Eshampoo sein Programm Backup Pro 15 rausgebracht. Von den Vorgängern war ich bisher immer überzeugt. Das lag daran, dass es eine günstige Lösung ist, die so für, glaube ich, 25 oder 30 Euro zu haben ist, keinen unnötigen Schnickschnack mitbringt, so wie von Acronis True Image, und ansonsten aber alle Voraussetzungen erfüllt, die ich an ein Backup-Programm stelle. Ob diese Voraussetzungen jetzt auch von Eshampoo Backup Pro 15 erfüllt werden, erfahrt ihr nach dem Intro. Das Programm kann ich am besten erklären, wenn wir einfach mal den Wizard für Backups durchklicken. Dazu habe ich mir jetzt einen USB-Stick angeschlossen und wir werden jetzt quasi den USB-Stick wie eine Sicherungsfestplatte benutzen und gehen einmal den Wizard von Eshampoo Backup Pro 15 durch. Das hat für euch den Vorteil, dass ich die Hauptfunktionen des Programms ganz einfach übersichtlich durchleuchten kann, ihr euch überlegen könnt, ob das das richtige Backup-Programm für euch ist, und wenn ihr es dann selber einrichten könnt, könnt ihr euch auch hier an diesem Video orientieren. Wenn man das Programm öffnet, hat man hier diese Startfenster, wo man einfach hier unten auf Backup-Plan erstellen klicken kann. Jetzt müsst ihr euch aussuchen, wohin will ich denn meine Daten sichern. Es werden zum Beispiel Cloud-Anbieter wie HiDrive unterstützt. Es gibt aber auch eine Unterstützung von OwnCloud und NextCloud, was ich sehr gut finde, und zusätzlich noch WebDAV-Server. Da würde dann zum Beispiel Hetzner mit seiner Storagebox in Frage kommen. Man kann aber auch lokale Laufwerke oder Netzwerklaufwerke verwenden. Das ist das, was ich eigentlich regelmäßig empfehle. Das kann man entweder mit einem NAS-System von QNAP oder Synology tun, oder man steckt einfach an seine Fritzbox einen USB-Stick an oder eine Festplatte per USB und dann würde das auch gehen. Schaut dazu mal in die Infokarte, da hatte ich mal ein separates Video zugemacht, wie das mit Eshampoo Backup Pro funktioniert. Es war zwar noch eine andere Version damals, aber das Vorgehen ist dasselbe. Hier steht jetzt was von Netzlaufwerken, aber als Netzlaufwerke sind auch SMB, also Samba-Laufwerke von Windows gemeint. Das ist der Windows-Standard zum Laufwerke teilen und das ist auch das, was die Fritzbox oder euer NAS nutzen würde. Aber auch Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel Hetzner mit der Storagebox, nutzen diese Technik und ich vermute fast, die kann man da auch verwenden. Schöner ist aber da wahrscheinlich sogar das WebDAV-Protokoll, einfach weil es dann mit der Verschlüsselung etwas transparenter ist, meiner Erfahrung nach. Aber gut, wollen wir nicht so weit ausschweifen. Wir haben jetzt einfach eine USB-Festplatte und ich wähle hier einfach lokales Laufwerk aus. Ich gehe hier auf Weiter und jetzt fragt er mich, worauf ich sichern möchte, also was ist das Ziel? Und ich gehe hier einfach auf mein F, das ist mein Sicherungslaufwerk. Und darauf sichere ich jetzt. Hier unten könnte man jetzt noch den Ordnernamen auswählen, wo die gespeichert werden. Aber ich denke mal, der Name Eshampoo Backups ist dann schon sprechend. So, ich muss mal die Maus stillhalten. Gut, jetzt sagt er erstellen oder importieren. Wir haben ja noch nichts erstellt. Deshalb muss ich jetzt dem mal einen Namen vergeben und das Ganze neu erstellen. Das finde ich hier übrigens an dem Assistent sehr praktisch, dass man immer so eine transparente Entscheidung bekommt. Und auch gleich noch eine Erklärung dazu. Es ist für Anfänger vor allem eine gute Sache. Es gibt jetzt hier so zwei Backup-Pläne, die man auswählen kann. Die finde ich beide nicht optimal. Deshalb sagen wir hier einfach keine der obigen Optionen, so wie es hier ausgewählt ist, und gehen auf Weiter. Und jetzt werde ich hier durch diesen Dialog eben durchgeführt und kann ganz einfach meine Entscheidungen treffen. Meine Option ist immer hier ausgewählte Daten und Ordner, weil bei einem Crash bin ich immer der Meinung, Windows lieber mal neu installieren. Das geht relativ flott und unkompliziert und dann hat man wieder mal ein sauberes System. Man kann aber auch den Weg gehen und einfach sagen, ganze Laufwerke sichern. Das hat jetzt auch den Charme oder den Vorteil, dass man da nicht in die Falle läuft, dass man zum Beispiel vergisst, einen Ordner irgendwie in die Sicherung mit einzubeziehen. Gerade wenn man neue Programme installiert, installieren die vielleicht oder benutzen die Ordner, die ihr damals beim Anlegen dieser Sicherung noch gar nicht auf dem Schirm hattet. So, deshalb wähle ich mal das aus hier, ganze Laufwerke, und gehe hier auf Weiter. Hier kann ich jetzt auswählen, welche Laufwerke gesichert werden sollen. Das ist im Grunde so richtig, denn ja, darauf, wo ich das Backup mache, wäre schwachsinnig, wenn ich den auch nochmal auf sich selbst sichere. Deshalb hat er den hier auch nicht markiert. Das passt also so. Dann gehen wir auf Weiter. Und hier werden wir gefragt, ob wir das Backup verschlüsseln wollen. Ich würde immer dazu raten, das zu tun, ein sicheres Passwort wählen, und ihr müsst halt das Passwort dann auch wissen, wenn ihr wieder herstellen wollt. Ich habe ja nochmal einen Passwortmanager. Ich muss also aber auch in der Lage sein, dann das Passwort aus meinem Passwortmanager wieder zu bekommen, wenn ich einen Datenverlust habe, also wenn ich mein Passwort für die Verschlüsselung auch da speichere, wo dann der Datenverlust aufgetreten ist, habe ich ein Problem und würde nicht mehr an mein Passwort kommen. Deshalb habe ich meine Keypass-Datenbank nochmal separat rumliegen, sodass ich mein Backup jederzeit wiederherstellen könnte. Steht hier auch groß da, ohne Passwort können Sie das Backup nicht wiederherstellen. Das ist vor allem für Cloud-Sicherungen zu empfehlen. Da ist ja der Speicher nicht bei euch im Heimnetz und der Cloud-Anbieter könnte theoretisch in eure Sicherung reinschauen.
Damit das nicht passiert, auf jeden Fall verschlüsseln, wenn es in eine Cloud geht. Ich würde auch empfehlen, zu Hause zu verschlüsseln. Sicheres Passwort verwenden und das Passwort parat haben im Fall eines Datenverlusts. Gehe hier wieder auf Weiter. Hier wird mir angeboten, dass Backups komprimiert werden können. Auch das würde ich so lassen. Das spart einfach Speicherplatz. Gehen wir nochmal auf Weiter. Den Dialog finde ich auch sehr schön. Es wird halt immer transparent erklärt und man hat diese Entscheidungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man hier sagen, zu speichernde Sicherungen wären 28 Stück. Und hier unten kann ich dann auswählen, soll es immer inkrementelle Sicherungen werden oder regelmäßig neue Fallback-Ups erstellen. Man ist mit den Fallback-Ups halt ja etwas sicherer, wie es ja hier auch steht, da man ja immer eine komplette Sicherung hat und dann nur kleine inkrementelle Sicherungen hinterher hat. Wenn ich so eine endlos inkrementelle Sicherung habe, dann ist meine initiale Sicherung vielleicht schon 2 Jahre alt und dann sollte da auch nichts korrupt sein. Trotzdem ist das den Weg, den ich persönlich gehen würde. Ihr dürft euch natürlich da gerne anders entscheiden. Vor allem, wenn ihr eh große Festplatten habt, dann spricht auch nichts gegen regelmäßig neue Fallback-Ups. Hier unten sieht man auch transparent, was das ungefähr einen Speicherplatz bedeuten will. Mein Stick zum Beispiel, der wäre schon ziemlich am Anschlag, wenn ich hier diese regelmäßigen Fallback-Ups erstellen würde. Deshalb lasse ich das mal so und gehe mal auf Weiter. Und ja, das finde ich hier auch einen guten Dialog. Ich empfehle immer mindestens eine tägliche Sicherung. Ein bisschen schade ist, dass hier nicht mehr geht. Ach nee, doch, das geht sogar. Okay, also ich könnte hier sogar noch alle Stunde zum Beispiel, ist zwar ein bisschen fummelig da, das jedes Mal hier einzutragen, aber theoretisch könnte man das jetzt hier auch stündlich machen. Mein Tipp wäre einfach, eine tägliche Sicherung zu nehmen und fertig. Wöchentliche Sicherung, ich meine, ihr könnt euch selber überlegen, wie viel ihr am PC eine Woche lang macht und könnt ihr damit leben, dass dann eine komplette Woche weg ist von Sachen, die ihr gemacht habt. Ja, nehmt ihr tägliche Sicherung. Auch das finde ich sehr schön bei verfassten Sicherungen, also wenn der PC zum Beispiel nicht eingeschaltet war, zum Zeitpunkt der geplanten Sicherung kann er bei der nächsten Gelegenheit ein Backup machen. Das heißt, ja, nachdem halt der Computer wieder mal angemacht wurde, würde ich so eingestellt lassen. Die Energieeinstellungen einfach so lassen, wie sie sind. Und das finde ich praktisch. Also es gibt hier eine automatische Überprüfung und Reparatur des Backups. Das einfach auch so eingestellt lassen. Auch das können wir eingestellt lassen. Berichte brauche ich persönlich keine per Mail. Ich glaube, die gehen auch nur, wenn man ein Konto hat. Ich lasse es mal angehakt, das sehen wir gleich. Genau, man braucht dann ein Shampoo-Konto, deshalb raus damit. So, hier sieht man nochmal die Zusammenfassung. Ich klicke einmal auf Fertigstellen, klicke hier einmal auf Ja, dann plant er wahrscheinlich diese regelmäßige Sicherung ein und dann sage ich Backup jetzt starten. Zusätzlich kann man auch noch so ein Sicherungsdings da erstellen, wie heißt das, Sicherungssystem. Damit kann man dann booten, das macht zum Beispiel auch Acronis True Image. Ist persönlich einfach nicht so mein Ding, weil ich einfach immer die Dateien direkt wiederherstelle, nachdem ich Windows oder das Betriebssystem dann wiederhergestellt habe. Aber wer sein ganzes System wiederherstellen möchte, der kann dann auch sowas nutzen, kann das auf dem USB-Stick erstellen und kann dann sein System wiederherstellen. Dazu kann ich dann zum Beispiel einen USB-Stick auswählen und der würde dann formatiert werden, was ich jetzt aber mal nicht mache, denn gerade läuft ja das Backup, da will ich den jetzt nicht bei stören. An anderer Stelle hatte ich mal Acronis True Image kritisiert, dass das ein bisschen ein überladenes Programm ist, da da relativ viele Zusatzsoftwares installiert werden, zum Beispiel so ein Antivirus oder so eine Ransomware Protection. Das ist bei dem jetzt nicht der Fall, was ich als Vorteil empfinde. Und das sieht man dann auch an der Arbeitsspeicherbelastung. Ich meine, welches Programm hat heute noch 53 MB Arbeitsspeicherbelastung? Ja, ich würde das als Vorteil sehen, dass das ein relativ schlankes Programm ist. Ich habe mir auch mal spaßeshalber den Installationsordner angeschaut. Der liegt irgendwo so bei 278 MB. Also das Programm hat halt das Nötigste dabei, macht genau das, was es soll, ist für Anfänger geeignet. Aber auch Fortgeschrittene machen ja mit dem Programm jetzt erstmal nichts falsch. Aber es nimmt einfach den Anfängern viele Entscheidungen ab oder erklärt sie transparent. Deshalb ist das so ein bisschen mein Lieblingsprogramm oder mein empfohlenes Programm. Ich selber nutze Duplicacy, das ist halt deutlich komplizierter einzurichten und aber für Anfänger empfehle ich das hier immer. Was noch stört, ist hier der Ash Shampoo Deals Button, den löschen wir einfach mal vom Desktop weg. Ansonsten lasse ich das Backup mal laufen und wir schauen uns später dann noch an, wie man sich das dann sein Backup wieder einsehen kann. Also wie man dann durch die Dateien durchgehen kann und sich anschauen kann, welche Versionen noch vorrätig sind. So, wir sind zurück. Das Backup ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und wir schauen uns jetzt mal an, wie eine Wiederherstellung funktionieren würde. Dazu gehe ich mal links auf diese Leiste. Also die ist ja wirklich furchtbar. Kann man die nicht dauerhaft einblenden? Nö. Wer hat sich sowas ausgedacht? Naja, egal. Backup einsehen wäre hier das Richtige gewesen. Er erkennt dann schon F wiederum. Jetzt muss ich zum Entschlüsseln das Passwort eingeben
Und dann zeigt er mir hier transparent die Laufwerke an, von wann die Sicherung ist. Und ja, C ist natürlich für uns einmal zum Beispiel interessant. Hier kriege ich jetzt noch einen Hinweis, dass ich dieses Laufwerk jetzt nicht richtig editieren kann. Ja, macht ja auch Sinn. Ich bekomme jetzt ein virtuelles Laufwerk, wo das einhängt. Ach, das ist ja witzig. Okay, mit E hängt das dann ein. Und jetzt kann ich hier mich quasi durch meine Dateien suchen im Windows Explorer. Also das ist natürlich charmant, weil man ja hier einfach wirklich seine gewohnte Explorer-Umgebung hat. Und kann jetzt hier durch seine Dateien springen und alles wiederherstellen zum Beispiel. Oder kann das Sachen einfach rauskopieren. Vielleicht hat man ja jetzt irgendwie versehentlich eine Datei gelöscht und kann sich die wieder hier zurückholen. Ja, das ist eine sehr charmante Lösung, würde ich sagen. Schließen wir gleich wieder mal und wir gucken uns mal an, wie eigentlich die Sachen gespeichert werden. Ich gehe mal hier unter Shampoo Backup. So, und hier ist das Backup gespeichert. Zum Beispiel gibt es hier die Disk C. Genau, und das ist jetzt das Problem, dass er halt ein proprietäres Format verwendet. Das ist aber gleichzeitig auch kein Problem, wenn er das so wunderschön mir als virtuelles Laufwerk dann zur Verfügung stellt. Das ist sehr, sehr komfortabel. Da gibt es jetzt von meiner Seite absolut nichts zu meckern. Was mich bei sowas dann immer interessiert, wie reagiert er denn, wenn sich der Laufwerksbuchstabe ändert? Das simulieren wir jetzt einmal. So, mein Backup-Laufwerk heißt jetzt I, also hat sich jetzt geändert im Vergleich zu vorher. Jetzt ist ja die spannende Frage, wenn ich jetzt mal manuell das Backup anstarte, ob er dann in der Lage ist, sein Stick wieder zu finden. Probieren wir es mal. So, das Backup ist ausgeführt. Wir gehen jetzt aber mal auf Backup einsehen. Und tada, hier sehen wir dann, dass er den neuen Laufwerksbuchstaben automatisch erkannt hat. Und ich kann jetzt die beiden Backups hier wahrscheinlich wieder auswählen. Die haben wir hier schön entschlüsselt. Genau hier oben habe ich jetzt die beiden Backups drin. So wünsche ich mir das. Und wenn ich jetzt auf die Backup-Pläne gehe, kann ich hier auf mehr Infos gehen. Naja gut, okay, hier hat er noch den Backup-Ort mit F drin. Tatsächlich weiß er aber, dass das auf I ist. Und wenn ich mir hier den Backup-Bericht anschaue, dann sehe ich auch, dass er tatsächlich was gemacht hat. Sehr schön auch immer hier unten dann zu sehen, dass er tatsächlich eine Backup-Verifizierung durchführt. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal in den Affiliate-Link in der Videobeschreibung schaut. Falls ihr euch für Shampoo Backup Pro 15 entscheidet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link benutzt. Transparenzhalber natürlich jetzt hier auch klar gesagt, ich kann hier an Käufen mitverdienen. Das heißt, ich hätte jetzt hier auch tatsächlich allen Grund, das Programm in den Himmel zu loben. Ich sage euch aber ehrlich, dass das hier meine ehrliche Meinung ist, denn ich kann auch an allen möglichen anderen Programmen mitverdienen. Aber bei Shampoo Backup Pro war ich doch insgesamt rundum zufrieden. Schon mal wegen des günstigen Preises, wegen der Einsteigerfreundlichkeit und auch wegen solchen Sachen jetzt hier wie mit dem USB-Stick. Da gibt es echt massig Programme, die an solchen Aufgaben scheitern. Und das wollt ihr nicht. Euer Backup muss laufen und im schlimmsten Fall auch wiederherstellbar sein. Also, wenn es euch gefallen hat, einfach abonnieren, über den Affiliate-Link kaufen oder im Outro auf noch ein spannendes Backup-Video klicken.